Herr Bürgermeister, wir sitzen da in einem herbstlichen Gastgarten an einem rauschenden Bach in Ipsitz. Eine wunderbare Lebensqualität habt ihr da. Ich gehe davon aus, dass das auch einer Ihrer wichtigsten Ziele sein wird, das auch zu erhalten. Ja, wir sind ja in Ipsitz in der glücklichen Jahre, diese hohe Lebensqualität erleben zu dürfen. Wir haben natürlich Wohnmöglichkeiten, wir können hier leben, können die Freizeit verbringen und haben auch die große Chance, sozusagen durch die Arbeitsplätze vor Ort, über 1000 in Ipsitz, dass man das alles zusammen in einem erleben darf. Und ich weiß von vielen Gästen aus Ferne, aus der Stadt, die was nach Ipsitz kommen, die bewundern uns immer, dass wir so eine schöne Landschaft haben, Arbeitsplätze vor Ort haben, die würden da gerne Urlaub machen. Wir haben es 365 Tage im Jahr. Also, und diese hohe Lebensqualität, das ist auch mein Ziel natürlich, das auf jeden Fall zu erhalten in Ipsitz, wenn es geht, sogar noch zu steigern. Aber auf jeden Fall, da sind wir, können wir stolz drauf sein. Und das ist ein vorrangiges Ziel von mir. Es ist nun so, Sie sind zwar jetzt neuer Bürgermeister, aber haben natürlich in der Gemeinde gearbeitet und das ganze Umfeld, die Mitarbeiter und auch die Arbeit eines Bürgermeisters ist Ihnen nicht ganz unbekannt. Aber was ist jetzt aus Ihrer Sicht doch das völlig Neue? Ja, neu ist schon. Bis jetzt ist man so in der zweiten Reihe oder dritten Reihe gewesen, als Mitarbeiter bei der Gemeinde ja über 30 Jahre schon beschäftigt, aber natürlich Politik bin ich 23 Jahre dabei, aber nie an vorderster Stelle. Und es ist schon um ein wesentlicher Schritt, an vorderster Stelle zu sein, für alles dann verantwortlich zu sein. Das ist schon die Herausforderung, diese Seiten zu wechseln an die erste Stelle. Aber diese Herausforderung muss man ja annehmen, habe ich angenommen und werde dazu mein Bestes geben. Ipsitz hat ja bekannte Schwachstellen, sprich zum Beispiel die Hochwassersituation. Es gibt auch noch andere Baustellen, die zu bewältigen sind, aber welche werden Sie als erste in Angriff nehmen? Wie angesprochen, Hochwasserschutz ist ein brennendes Thema in Ipsitz, auch wenn heuer aufgrund der Witterungslage das nicht zu sehen ist. Das nächste Hochwasser wird sicher wieder mal in Ipsitz eintreffen und dann werden wir wieder vor der Herausforderung stehen, wie bewältigt man das und wie kann man das Bevölkerung das vermitteln, dass wir eine Sicherheit zusammenbringen. Und hier sind wir drauf und dran mit unseren Rückhaltebecken in der Prolling oder in der Schwarzen Ois, hier Schritte voranzukommen. Die ersten Wasserrechtsverhandlungen sind in der Prolling abgeschlossen. Wir bewegen uns Richtung Stadt. Ich hoffe 2019, 2020, dass wir hier wirklich beginnen können. Und erst wenn wir das geschafft haben, dass wir unsere Rückhaltebecken errichtet haben und in Betrieb sind, dann können wir von Hochwassersicherheit in Ipsitz sprechen. Sie kennen natürlich die Projekte und Ziele, die auf Schiene sind, aber vielleicht haben Sie auch etwas im Köcher, wo Sie sagen, das hätte man schon längst in Angriff nehmen sollen und jetzt werde ich das in die Hand nehmen. Ja, mir fällt dazu einmal ein, dass wir natürlich beim Radwegausbau die bessere Anbindung von Weidhofen Richtung Ipsitz natürlich noch geschaffen werden muss. Auch das letzte Teilstück vom Freibad bis zum Bahnhofsgelände sind noch Sachen, die was unbedingt jetzt fertiggestellt werden müssen. Natürlich sind wir jetzt dabei, Glasfaserausbau ist im Ort, im Kern wird abgeschlossen heuer, aber wir dürfen nicht vergessen auf den ländlichen Bereich. Hier ist es ja noch dringender als wir in Ortskernerinnen, dass wir hier weiterbauen. Hier geht ja die Gemeinde selber jetzt in Vorlage. Wir errichten hier sozusagen die Lichtwellenleiterverrohrung macht die Gemeinde selber und da sind wir jetzt dabei, dass wir das wirklich vorantreiben, auch im ländlichen Bereich diese Versorgung herzustellen. Ja, es gibt das Thema Mobilfunk, immer ein heißes Thema schon in Ipsitz bezüglich Prolling oder auch der Sender Brebichl. Hier sind wir auch so weit, dass wir Verträge abschließen können. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung sind wir auf der Tagesordnung. Also wir sind sehr bemüht, hier voranzukommen, um eine Verbesserung für die Ipsitzer Bevölkerung herbeizuführen. Sie sind ja bekannt, dass Sie eher aus dem Sport kommen. Der frühere Bürgermeister hat sich sehr um das Thema Eisenstraße und Eisen gekümmert. Wie stehen Sie überhaupt zu diesem Thema Eisen generell? Na, ich habe das immer auch mitgetragen. Ich muss sagen, alles, was hier geschaffen wurde in den letzten Jahrzehnten, ist hervorragend. Ipsitz eine Marke entwickelt, das Schmiedezentrum. Natürlich, das fußt natürlich auf die Arbeit unseres ehemaligen Bürgermeisters außer Dienst, Josef Hofmacher. Der hat hier wahnsinnig viel gearbeitet in diese Richtung, ein eigenes Profil entwickelt für Ipsitz,
das gehört auch erhalten, keine Frage. Ich bin ja nicht kein Schmied, bin auch kein Schmiedebürgermeister, aber natürlich, das heißt nicht, dass das jetzt vorbei ist, sondern das wird weiter vorangetrieben, aber nicht ich als Bürgermeister. Es gibt vielleicht andere Personen, die was das genauso machen können. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir beide Seiten, wir haben unsere Vergangenheit, der Schmieden gehört zu Ipsitz, da sind wir groß geworden, das sollte man nicht vergessen und darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Aber natürlich, meine Vorlieben oder meine Hobbys sind natürlich eher Sportler, aber ja, das ist halt so, jeder Mensch hat verschiedene Eigenschaften, verschiedene Charaktere, ja, verschiedene Vorlieben und so sehe ich das ganz einfach. Jeder hat so seine Stärken mal gehabt und hat das ausgenutzt. Ich werde meine Stärken vielleicht woanders einbringen müssen, weil ich halt ein anderer Typ bin. Wenn man das Wort Eisen ausspricht, da ist es nicht weit zum Thema Eisenbahn. Der Herr Bürgermeister hat sich der frühere Bürgermeister hat sich festgelegt, dass er das Thema abhakt. Ist das für Sie auch endgültig oder ist es möglicherweise doch eine Überlegung wert, hier touristische Anknüpfungen zu überlegen? Na, für mich ist auch das Thema Eisenbahn abgehakt. Ich glaube, die Schienen sind weg. Wir haben inzwischen einen Radweg errichtet. Ich glaube, man kann das nicht mehr zurückdrehen. Die Zeit ist einfach nicht da gewesen, für die Ibstal-Eisenbahn weiter zu erhalten, auch touristisch. Ich glaube, es gibt neue Wege. Der Weg ist der Radweg, hat ja immens eingeschlagen, das große Ibstal. Auch wir im kleinen Ibstal spüren das, dass hier natürlich mehrere Leute jetzt nach Ipsitz kommen mit dem Rad. Und ich habe vorher schon angesprochen, wir werden den Radwegausbau, die bessere Anbindung nach Ipsitz noch forcieren. Also für mich ist Thema Eisenbahn Vergangenheit, wie man das auch dazu stehen mag, aber für Ipsitz ist sozusagen der Zug abgefahren. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche alles Gute. Dankeschön, einen schönen Herbsttag hier in Ipsitz. Es ist wunderbar, das zu genießen. Danke auch.